Wie kamen Sie auf die Idee, Asthma zu einem wichtigen Filmthema zu machen? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Meine Tochter, die Emma, die hat Asthma und ich habe mit ihr viel erlebt. Viele Sachen kommen auch im Film vor. Unter anderem die Szene, wo wir selbst mit dem Strohhalm atmen durften als Eltern, um zu spüren, wie das so ist. Und ich fand, das ist erzählenswert. Und ich fand meine Tochter immer schon bewundernswert, wie sie mit der Krankheit umgegangen ist. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch eine gute Idee. Gibt es Parallelen zwischen Ihrer Tochter und Amelie? Oh ja. Also, Emma ist sehr stark das Vorbild von Amelie. Also wie gesagt, sie hatte auch Asthma und sie ist auch genauso trotzig. Und ich sage immer, irgendwie ist sie aus dieser Generation von Mädchen, die ich sehr bewundere, wo ich immer sage, die können Stöckelschuhe und Bohrmaschine, die sind durchsetzungsfähig und lustig. Und ich bewundere meine Tochter auch dafür, wie sie mit ihrem Asthma umgegangen ist. Und aber auch, wie sie, ich habe sie sehr begleiten können, wie sie es auch am Anfang nicht zeigen wollte, nicht schwach sein wollte, verleugnen wollte. Und ja, im Grunde genommen ist Amelie meine Tochter, die Emma. Was mögen Sie an Amelie? Ziemlich viel. Ich finde, sie ist wirklich eine Heldin, weil sie auf ihre ganz eigene Art einen Weg findet, mit sich und ihren Problemen umzugehen. Und ich mag das unheimlich, wie sie die Wörter so um sich schmeißt, wie sie eigentlich die Welt betrachtet. Sie hat ja sehr viel Wut in sich und das macht sie aber mit so einem Charme, finde ich, dass sie diese Wut lebt. Ich finde die sehr liebenswert, ich möchte sie dann immer in den Arm nehmen und sie ist so eine Kämpfernatur. Und dass sie es eben schafft, mit ihrer Krankheit da diesen Berg hochzukommen, sagt ja dann auch die Mutter im Film. Der Matthias sagt das, der Betreuer, der sagt, unterschätzen Sie die Kraft der Sturheit nicht. Ist einfach stur wie Hund. Und das kann ja auch eine Kraft sein, wenn man so stur ist. Wir finden es mutig, das verleugnete Krankheitsbild Asthma zu verfilmen. Wie waren die ersten Reaktionen zu dem Thema? Also zunächst war es ein bisschen zurückhaltend und muss das denn so sein und warum so eine dramatische Krankheit? Und ich habe am Anfang sehr kämpfen müssen und dann ging es aber sehr schnell, dass die Leute gemerkt haben, dass der Film lustig ist und dass wir Spaß haben auch und dass Kranksein ja nicht gleich heißt irgendwie nur Drama, sondern dass es eben auch ein lustiger Film und ein Abenteuerfilm wird. Und dann ging es sehr schnell, die Leute mochten die Figur gern, die Amelie und auch den Bart und das hat dann wirklich keine Widerstände mehr gegeben, beim Verleih schon gar nicht, weil der Film einfach super lustig, unterhaltsam ist und auch das Thema Asthma auf der einen Seite ernst nimmt, aber dann auch wieder da einen humorvollen Umgang mit findet. Es gibt ja genug absurde Situationen, die man als Asthmatiker erleben kann und da habe ich ein paar eingebaut und ich glaube, das funktioniert so sehr gut. Gibt es positive Erfahrungen, die Sie Eltern von Kindern mit Asthma weitergeben können? Also ich habe ja lange mit der Emma da leben können. Ich habe lange nachts wach gelegen und auf das Atmen von der Emma gehört. Und wie ist es jetzt? Ist es gut? Ich bin ein, zwei Mal zu spät ins Krankenhaus gegangen. Darüber ärgere ich mich jetzt noch. Ich weiß nicht, ob es da wirklich einen richtig guten Tipp gibt. Aber für mich war es wirklich dann wichtig, das kommt ja auch im Film vor, ab einem gewissen Zeitpunkt zu sagen, so, jetzt bist du groß genug, du bist der, der es spürt, du bist der, der wissen muss, wann gesprayt wird, du spürst es und du bist jetzt allein verantwortlich auch dafür, oder was heißt allein, ich begleite dich. Und das war wirklich schon eine gute Erfahrung, irgendwann zu merken, da muss dann jemand übernehmen. Ja, noch etwas zur positiven Erfahrung, die ich vielleicht weitergeben kann. Also es war für uns auch schon wichtig zu begreifen, dass wir aus der Schonhaltung rausgehen müssen, also auch Bewegung. Die Emma hat dann beim Fußballteam mitgemacht und hat zum Beispiel im Tor gestanden. Also das fand ich dann ganz toll. Das heißt, sie war im Team integriert, hat aber diese weiten Laufstrecken nicht gemacht, sondern war im Tor. Und dass man dann einfach so guckt, wie kann das Kind auch in Bewegung kommen und wie kann man seine eigenen Ängste da auch überwinden. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dieser Umgang
weg von der Angst hin zur Bewegung. Das hat uns doch sehr geholfen, muss ich sagen. Wird Amelie weiterrennen? Also ich hoffe innerlich, so wie der Bart sagt, du rennst eigentlich immer nur drinnen in dir selber, rennt sie nicht mehr so viel, weil das ist ja anstrengend. Äußerlich hoffe ich schon, also Amelie wird sicher sich bewegen, sie wird Hilfe annehmen. Und grundsätzlich, ob die Figur Amelie weiter rennt, da kann ich sagen, ja, wahrscheinlich. Also ich finde ja, dass der Bart jetzt mal nach Berlin kommen muss. Und auch Bart hat ja sein Thema. Sein Thema ist, dass er eigentlich zu nett ist. Sein Vater ist ja gestorben und dadurch hat er sehr früh den Hof übernommen, ist sehr früh hingesprungen, hat geholfen, geholfen, geholfen. Das ist ja auch ein Drama, wenn man immer nur nett ist und helfen will. Und der Bart muss, glaube ich, mal in Berlin lernen, irgendwie für sich selber einzustehen. Und ich glaube, da gibt es dann noch ein ganz großes Abenteuer dazu. Aber jetzt erstmal geht ins Kino. Amelie rennt gerade ganz toll im Kino. Schaut ihn euch an, es macht wirklich Spaß. Ein Abenteuerfilm für die ganze Familie. Anders kann ich es nicht sagen. Wir danken Ihnen für diese Videosequenzen und wünschen Ihrem Film Amelie rennt viel, viel Erfolg im Kino.